Hi und herzlich willkommen zu Part 11 unseres Amazing Life Let's Plays mit der lieben Macy. Leute, der letzte Part war schwierig. Ich habe ihn nochmal ein bisschen verarbeitet. Also, real talk, ne? Es gibt manchmal Parts, wo solche Dinge passieren. Und dann sitze ich hier so 3 Minuten schweigend und überlege, was ich tue. Und manchmal passiert es dann, dass ich die Anna bitte, das einfach rauszuschneiden, weil manche Situationen wirklich komisch sind. Wenn zum Beispiel, ich nenne euch mal ein Beispiel im Zusammenwachsen-Let's Play, der Opa mit dem neuen Teenager-Kind der Familie plötzlich flirtet. Solche Sachen schneide ich halt raus, weil ich finde es unangemessen, unpassend und es ist halt einfach ein Sims-Ding wegen meinen ganzen Mods und so. Da spielen manchmal die Emotionen verrückt bei den Sims. Diese Situation hat mich so ein bisschen überfallen und ich habe sie drin gelassen, auch aus dem Grund, dass bei Myron, also für alle, die den letzten Part nicht geguckt haben, vielleicht kurze Zusammenfassung, Myron und der Butler waren zusammen in der Sauna. Ja. Und es ist halt so, dass Myron ja sein erstes Mal hatte. Und diese Information wäre halt nie wieder gekommen, wenn ich das jetzt einfach heimlich rausgeschnitten habe. Hättet ihr euch vielleicht 3, 4 Parts später gewundert, warum die Message nicht kam. Vielleicht hättet ihr euch auch nicht gewundert, aber vielleicht halt schon. Und ich habe halt in dem Moment auch nicht darüber nachgedacht, dass der Butler halt ein Erwachsener ist. Das ist mir dann erst, nachdem ich schon den Dialog hatte, aufgefallen und habe ja dann auch extra dazu gesagt, dass Myron halt schon an die 18 ist und der Butler so 29. Aber ihr habt natürlich recht, als Erwachsener ist schwierig. Aber ja, die Meinung von euch waren total zwiegespalten. Die eine Hälfte hat gesagt, oh mein Gott, geil, eine Affäre mit Butler, cool. Und die andere Hälfte hat gesagt, oh mein Gott, das finde ich ein bisschen krass. Ist mir auf jeden Fall ein zu großer Altersunterschied, finde ich fast schon verwerflich. Und ich verstehe beide Seiten. Absolut, ich hätte auch witzig gefunden, eine Affäre mit Butler zu haben, so dass es keiner mitkriegt. Aber der Altersunterschied ist schon enorm und ich möchte das jetzt nicht noch weiter vertiefen. Aus diesem Grund habe ich mich dazu entschieden, dass der Butler sich einen neuen Job suchen wird, wenn wir nach Hause kommen. Jetzt gerade haben wir eine Butlerin bei uns, die uns den Alltag erleichtert. Und sobald wir wieder von der Reise zurückkommen, wird sich der Butler einen neuen Job gesucht haben. Myron wird dadurch vielleicht ein bisschen traurig sein, aber er wird schnell drüber hinweg sein, denn er wird im Urlaub vielleicht jemanden kennenlernen, den er gut findet. Und nach wie vor steht Summer auch noch ganz oben auf unserer Liebesliste. Also mal gucken. Und so, jetzt habe ich euch ganz viele erzählt im Intro, aber es war mir wichtig, das nochmal zu besprechen, weil der Part so schwierig war. Ich habe aber total Bock auf so eine Haushaltsaffäre. Irgendwie finde ich das so richtig witzig. Und ich habe schon überlegt, vielleicht ist es ja eine coole Idee für das nächste Let's Play, also nach Amazing Life, dass wir sagen, dass vielleicht das Kind von Mace, egal ob Junge oder Mädchen, dann halt eine Affäre mit dem Hausmädchen oder mit dem Butler oder so haben wird. Das dann ganz lange geheim ist, weil die Familie ist ja so auf Geld aus und Reichtum und so und Ansehen. Und wie würde das aussehen, wenn plötzlich ein Haushaltsmitglied sozusagen mit dem Personal anwandelt, ne? Fände ich auch irgendwie cool. Vielleicht gucken wir da mal, dass wir in die Richtung gehen. Und vielleicht kommt ja noch ein anderer Butler, der vielleicht junger Erwachsener ist, der besser passen wird oder Butlerin, ne? Okay! Ach so! Nee, bevor wir gehen, Leute, wenn ihr dieses Video seht, ist ein Tag nach Weihnachten. Ich hoffe, ihr hattet ein schönes Weihnachtsfest. Ich hoffe, ihr genießt eure Feiertage. Bei mir ist erst der 19., ne? Deswegen bin ich verwirrt. Aber ich wünsche euch natürlich alles Liebe mit euren Freunden, Familien oder mit gutem Essen, guter Musik, guter Gesellschaft oder auch einfach nur freie Tage zum Zocken. Egal, was ihr macht, ich wünsche euch ganz viel Freude dabei. Und denkt immer dran, meine Lieben, ihr seid nicht alleine. Auch wenn ihr vielleicht das Weihnachtsfest alleine verbringt, habt ihr immer Leute um euch rum, die euch sehr gerne haben. Nur haben die vielleicht nochmal andere Pläne mit anderen Leuten, aber ihr seid auf jeden Fall nicht alleine. Und wir sind auch da, die Fusselmunity, unsere Community. Und wenn ihr einsam seid, schaut euch gerne Videos an, verbringt eine schöne Zeit mit euch selbst, macht irgendwas, worauf ihr schon ganz lange Bock hattet, bestellt euch was Leckeres zu essen oder kocht euch was Leckeres, wo ihr immer denkt, oh, das ist aber eigentlich zu teuer oder das hat zu viel Kalorien oder gönnt euch, Leute, gönnt euch einen schönen Tag, gönnt euch schöne Feiertage und kommt auf jeden Fall gut ins neue Jahr. Das wollte ich nochmal kurz sagen an der Stelle. Schön, dass es euch gibt, schön, dass ihr hier seid, schön, dass ihr meine Videos schaut und jetzt entlasse ich euch wirklich in den Part. Okay, ganz viel Spaß. Ciao. Also, rein in den Part. Let's go. Ja, hier sehen wir unseren Schlawiner nämlich schon, den Myron, der da einfach diese Dinge getan hat. Myron, du schlimmer Finger, du. Wir reden da nicht nochmal drüber, hast du gehört? Du tust so, denkt sich halt so, oh mein Gott, ich bin voll der krasse Typ, weil ich hatte ein Techtelmechtel, ne? Ah, Myron.
Naja, gut. Macy macht hier ihre Macy-Dinge und wir müssen noch die Sprachen üben, ne? Das haben wir gesagt. Vielleicht gehen wir dann heute mal auf Party, ne? Gibt's hier irgendwas, was wir machen können, damit die beiden mal ein aufregendes Techtelmechtel haben? Gibt's hier irgendwas? Ich habe letzten Part schon geschaut, ne? Ich hatte nichts gefunden. Mann, wir müssen doch Liebe machen. Bewegt sich dieses Ding hier eigentlich? Excuse me. Lol. Irgendwie lustig, ne? Ey, da kommt hier sogar Dampf aus dem Kanal, was man alles entdeckt, wenn man mal guckt, ne? Wow, und da war ein Vogel. Toll. Okay, können wir bitte Liebe machen irgendwo, wo es aufregend ist? Was gibt's denn in Tomerang so zu entdecken? I don't know, Leute. Kennt ihr Tomerang schon? Ich nicht. Also hier gibt's irgendwie nicht so viel, ne? Es gibt eine Staffelei, wo man Bilder malen kann. Das ist natürlich eine schöne Sache. Aber sonst? Ja, I don't know. Naja, wir werden mit Mace auf jeden Fall... Was ist denn mit dir los? Beschämt, sozial unbeholfen. Ach du, Schatz, du bist super. Myron, was machst du da? Ich mach Sport, wieso? Oh, als ob du Muckis aufbauen kannst. Hä? Myron macht es doch super. Oh, Louise, Myron macht es gar nicht super. Der macht einfach hier einen auf Möchtegern. Naja, ist ja auch egal. Mom, darf ich eine Party schmeißen? Ja, natürlich, wenn du das möchtest. Ja, ich habe überlegt, ob wir so eine kleine Poolparty machen. Schade, dass dieses Haus nur diesen kleinen Whirlpool hat. Weißt du, zu Hause wäre es so viel besser, einen Summer Break zu feiern. Naja. Okay, gut, Mace, gut. Ja, die will halt immer noch einen Knuddelscooter knutschen, ne? Aber wir haben halt keinen Knuddelscooter da. Schade. Muss mal einkaufen. Schatz. Also, ich bin dann gleich weg, ja? Ich muss noch einen Livestream machen. Ja, ja. Das ist mir super wichtig. Ein Livestream aus Tomerang, damit meine ganzen... Tomerang vor allen Dingen. Damit meine ganzen Follower sehen können, wie cool ich bin. Ja, das mache ich dann auf jeden Fall gleich. So, dann geh mal bitte an den Computer und lern doch noch mal ein bisschen die Sprache. Nur so ein Mühchen. Gucken, ob ihr das hilft. Oh mein Gott, jetzt hat er auch noch Filzläuse bekommen. Der ruft an. Nee. Nein, du hast dich nicht schon wieder neu verliebt. Myron hat Filzläuse jetzt bekommen. Das gibt's doch nicht, Leute. Ich möchte es. Wir thematisieren das jetzt einfach nicht mehr weiter, dieses Thema, okay? Er geht jetzt einfach in die Apotheke. Mom, ich gehe mal kurz in die Apotheke. So, Schatz, was brauchst du denn? Ach, nichts. Myron? Ja, Mom? Oh mein Gott, du willst nicht etwa... Oh mein Gott, Myron, Schatz, du weißt, dass du noch sehr jung bist. Mom, was meinst du? Willst du Kondome kaufen? Willst du mir damit etwas sagen? Nein, Mom. Schatz, aber das ist doch vernünftig, wenn er das macht. Ja, Mom, das wäre doch vernünftig, oder? Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Naja, es wäre mir schon recht, wenn du nicht irgendwelche Mädchen schwängerst, weißt du? Ich bin selbst super jung, Mom, geworden und es war einfach, ich möchte nicht drüber reden, es war furchtbar. Also ich liebe euch, aber es war so furchtbar. Nee, also dann kauft dir bitte Kondome, soll ich dir etwas Geld mitgeben, Schatz? Nee, Mom, das bisschen kriege ich schon noch zusammen. Okay, okay. Ja, ich finde es echt vernünftig, Myron, dass du dir Kondome holst. Das ist schon wichtig, weißt du? Die Sicherheit geht vor, da geht es ja nicht nur ums Kinderkriegen, da geht es ja auch um Geschlechtskrankheiten. Geschlechtskrankheiten, ja, ja, das dachte ich mir. Das ist bestimmt sehr wichtig. Ich geh mal kurz los. Myron, du gehst mal los in die Apotheke jetzt. Ich glaube, ich spinne, ey. Filzläuse. Leute, Filzläuse, als ob, ne? Oh, wieso ist das hier auf Englisch? Normalerweise habe ich die Mod doch auf Deutsch. Vielleicht, die Mod übersetzt sich doch automatisch auf Deutsch, dachte ich. Na, vielleicht muss ich nochmal ein Update runterladen. Hohes Selbstbewusstsein ist so großartig, ey. Oh Gott, es geht ja langsam hoch. Ja, ich lasse sie jetzt erstmal ein bisschen üben. Und dann geht sie heute Nacht auf den Nachtmarkt und macht da vielleicht einen Livestream vom Nachtmarkt aus. Myron, bist du jetzt in der Apotheke gewesen? Dann kannst du bitte gleich mal in die Dusche gehen. Er möchte von Malcolm nicht gemocht werden. Ich glaube, Malcolm müssen wir... Nein, jetzt habe ich vergessen dir das... Och, geh doch bitte nochmal in die Dusche. Los! Ach, Mann. Mann, Mann, Mann. So, die Filzläuse sind weg. Jetzt kriegt er nochmal... Ah, ich wollte die trockene Hautgeschichte ein bisschen reduzieren, weil die haben schon extrem oft trockene Haut. Das war mir ein bisschen zu viel. Chance auf trockene Haut habe ich auf 10% gestellt in einem anderen Let's Play. Dauert natürlich noch ein Restart, bis es gespeichert wird, aber das ist gar nicht schlecht. Was ist mit dem Hundi los? Haben wir den Napf gefüllt? Ah ja, perfekt. Oh Gott, die heulen sich jetzt beide aus. Das gibt's doch nicht. Ja! Macy hat Level 2 der tomerangischen Sprache gelernt. Magst du noch ein bisschen Windenburgisch lernen, bitte? Komm. Oh Gott, es dauert so ewig, ne? Welches Level hat sie? 8, glaube ich, ne? Wieso hängt mein Mikrofon eigentlich in meinem Mund heute? Ich weiß es auch nicht, ne? Zeig mal Level 8, oder? 7, oh Gott. Müssen wir noch ein bisschen üben. Ja, ich würde die beiden gerne ein riskantes Techtelmechtel machen lassen, aber ich weiß einfach nicht, wo. Wait, du musst doch heute zu deinem Casting. Ja, Freitag 15 Uhr. Kann sie irgendwie verspielt werden? Vielleicht eine Kindersendung schauen? Von Edgard nicht gemocht werden. Großartig. Ah, naja. Hirn fürs Kind schauen. Nee, war das jetzt der richtige Kanal? 584 Simoleons, was? Ach, Luis, okay. Kinderkram. Ah, okay, warte mal, das ist auch ein Arbeitskanal.
Irgendwas Lustiges? Comedy-Kanal. Ja, Comedy! Super Sache! Mace hat soeben mit Sahnetörtchen Bekanntschaft gemacht. Gut. Finde ich auch überhaupt gar nicht gruselig, ne? Das ist gar nicht gruselig. Nö. Bin ich froh. Ja, Windenburgisch 7,5, ne? Gut, Mace, dann mach du dich doch mal für den Tag fertig. Geh mal auf die Toilette und hab ein Essen. Ne, wobei, essen kannst du auch auf dem Nachtmarkt. Das machen wir dann dort. Hazel, schau doch jetzt bitte den Kanal. Was ist mit dir? Nee, nicht Romanze. Du sollst nicht romantisch werden. Du sollst lustig werden. Ponyhof Kinderkanal. Super Sache. Nein, sie muss in einer halben Stunde da sein. Verdammt. Schatz, ich wünsche dir später viel Erfolg bei deinem... Jetzt ist sie direkt kokett, ne? Viel Erfolg bei deinem Casting. Ach, danke, Schatz. Ich glaube, ich brauche gar kein Glück. Ich schaffe das doch mit links. Ich bin mittlerweile so gut in dem, was ich tue. Gar kein Problem. Myron, bist du jetzt fertig? Wir müssen los. Ah, wo wollt ihr denn hin, Kinder? Auf den Nachtmarkt, Mom. Habe ich doch erzählt. Oh, wir wollen unbedingt los jetzt. Und Myron trödelt schon wieder. Ich trödel gar nicht. Doch, du trödelst. Komm jetzt. Mann. Wir warten jetzt noch, bis Hazel zum Auftritt geht. Mom, außerdem, ich habe mir überlegt, dass ich Influencerin werde oder einfach Medienstar oder sowas. Aber was muss ich denn dafür überhaupt tun? Das ist so schwierig. Naja, Schatz, das solltest du dir selbst überlegen, was du dafür tun solltest. So schwer kann das nicht sein. Sieh mich an. Ich habe das auch ohne Probleme gehabt. Könnt ihr mal aufhören, hier so rumzutuddeln? Das ist ja unangenehm. Also, mein Schatz, ich gehe jetzt. Kinder, ich muss los. Ich habe ein wichtiges Casting heute. Gehst du jetzt? Wieso geht sie denn nicht? Hä, wieso geht sie denn nicht? Freitag, 19 Uhr. Gut. Dann gehen wir einfach. Wenn sie nicht geht, gehen wir einfach. Keine Ahnung, wahrscheinlich ist es wieder verbuggt. Schade, ne? So, wo ist denn der Nachtmarkt? Ach so, warte mal, müssen wir da überhaupt reisen? Oh, Ach, wir reisen trotzdem, weil dann sind wir mal raus von zu Hause. Wir werden nur mit Mace und Myron dahin gehen. Ich würde eigentlich super gerne auch unsere beste Freundin einladen, aber wir tun jetzt mal so, als wäre der Weg zu weit und als würde sie da jetzt nicht einfach mal eben kurz hinkommen können. Gucken, ob da interessante Menschen rumrennen und Mace vielleicht jemanden, ne, attractive findet. So cool hier, Myron, oder? Wie findest du es? Die Stadt ist wunderschön. Oh, bevor wir auf den Nachtmarkt gehen, muss ich bitte einmal shoppen gehen. Boah, nee, Mace, nicht shoppen jetzt. Ich habe gar keinen Bock. Doch, natürlich. Ich gehe jetzt shoppen. Ich brauche ein tolles Outfit. Weißt du, ich muss doch... Oh, ich will doch nicht auffallen. Also, lass uns kurz in das Geschäft da vorne gehen. Es macht gleich zu. Wir müssen uns beeilen. Ja, wir gehen kurz in das Geschäft, Leute, weil wir müssen kurz ein neues Outfit holen, denn Mace soll ja für jede Welt sozusagen ein cooles Outfit bekommen und die Klamotten von dem neuen zu vermieten Pack sind ganz süß tatsächlich. Da finden wir was Schönes für sie. Macy. Dann gehen wir wahrscheinlich aber ins Sommeroutfit, weil ich glaube, dass es schon relativ warm ist. Was hast du denn da für viele? Nee, kriegst du jetzt hier ein neues Outfit. So, die Frisur möchte ich mal ändern, weil die ist zwar ganz süß, aber irgendwie ist die mir auch zu wild. Warte mal, was hat sie denn für eine Haarfarbe überhaupt? Ja, die kommt schon hin, ne? Die Frisur ist schon auch sehr schön. Oh mein Gott, ist die toll. Ja, die nehmen wir jetzt einfach. Ich lasse euch jetzt auch mal mit dabei, wenn ich jetzt das Outfit raussuche, weil dann hört ihr meine Gedanken, die natürlich immer sehr wichtig zu hören sind, ne? Ist klar. Weil dann können wir mal das Pack filtern, mal gucken, was es so gibt. Also es gibt das hier, das finde ich sehr cool, aber es gibt auch Ganzkörper-Outfits, die richtig nice sind. Ja, das hier zum Beispiel, das könnte ich mir gut an ihr vorstellen. Aber es ist jetzt nicht krass traditionell natürlich, ne? Das schon eher hier oder das hier halt, ne? Ah, schwierig. Ich habe es mir leichter vorgestellt. Was damit? Ja, das ist doch eigentlich ganz süß. Ich glaube, sowas würde Mace tragen, weil die anderen Sachen, die sind zwar auch schön gewesen, die anderen Klamotten, aber die sind dann doch nicht so ihr Stil, glaube ich. Aber das finde ich ganz süß. Mal noch passende Schuhe dazu. Ja, wobei die Schuhe gehen schon, ne? Die passen schon irgendwie dazu. Oh, ein Hellblau ist aber auch hübsch. Ah, jetzt kann ich nicht entscheiden, Hilfe! Okay, da passen die Schuhe aber nicht zu. Nee, dann machen wir wieder pink, komm. Was soll's? Ja, das ist schon schön. Nehmen wir die ganz pinken Schuhe, dann passen die farblich auch gut dazu. Dann nochmal ein bisschen Make-up ins Gesicht. So, Make-up haben wir auch. Dann machen wir noch Ohrringe. Das ist ganz süß. Habe ich Ohrringe, die dazu passen würden? Vielleicht vom Pack auch? Ach so, ja, die fand ich ja nicht so schön, ne? Die sehen aus wie Pappe, diese Ohrringe. Ich verstehe die nicht. Ja, dann nehmen wir doch die und noch eine Kette. Und dann haben wir's. Ja, Nägel noch. Und dann haben wir's. Ich schwöre, dann haben wir's. Oh, aber noch schöne Nägel brauchen wir. Okay, toll. Ja, schön sieht sie aus. Haben wir. Wow. Das ist natürlich ein tolles Turmerang-Outfit, ne? Es ist jetzt nicht ganz so mit den mehreren Schichten und so, wie es wahrscheinlich traditionell wäre, aber es ist trotzdem sehr schön. Und es war mit dem neuen Pack dabei. Ach, und ihr habt mir irgendwas geschrieben mit, dass ich zu viel Geld abgezogen hätte für die Reise, weil ich ihr ja alles Geld abgezogen habe für die Reise, statt dass Mace, also dass
Mom und Myron ja auch was zahlen könnten. Habe ich das überhaupt schon abgezogen? Jetzt wirklich? Ich kann mich nie mehr erinnern. Oh Mann, jetzt muss ich nochmal den letzten Part schauen. Weil ich weiß gar nicht, ob ich jetzt die gesamte Reise abgezogen habe. Weil es sind ja 4.000 im Monat, das ist ja voll viel Geld. Hatte sie 6.000 oder was? Naja, wir wollen ja auch das irgendwie, ne? Ja, naja, okay. Oh mein Gott, Myron, schau mich an. Ich bin so hübsch. Ich bin so hübsch. Oh mein Gott, da ist Amber. Was macht sie denn hier? Ach, wir kennen sie offiziell gar nicht. Ich dachte, wir kennen sie. Okay, gut. Myron könnte auch mal diesen Magierstein verkaufen. Er war ja ursprünglich mal, weil wir ein wildes Techtelmechtel hatten, Magier. Aber das haben wir ja damals schon rausgenommen, als er noch Kind war. Können wir mal ein Attraktivitätsding machen? Nur mal gucken, ob Myron irgendjemanden Attraktivität... Ah nee, geht gar nicht. Doch, erkunden Sie die Umgebung und Mace soll auch mal die Umgebung erkunden. Das mache ich auch gleich, wenn wir nochmal in der Stadt sind, um zu gucken, ob sie von sich aus jemanden attraktiv finden, die beiden. Beide erkunden die Umgebung. Jetzt sind hier schon zwei Mädels. Nachdem Mace den Raum untersucht hat, findet sie niemand... Okay, beide finden niemand Interessantes. Gut, dann gehen wir mal zum Nachtmarkt. Ich glaube, Mace hat nämlich auch Hunger. Dann kann sie sich hier mal was bestellen. Oh, was hat denn der hier? Traditionelle Kleidung kaufen. Okay. Myron, ich habe so Hunger. Wir müssen sofort was essen. Mein Gott. Mein Magen, der ist komplett leer. Ich verhungere gleich. Das sind alles Erwachsene. Warum sind die so alt? Oh. Okay. Bibinikani essen wir jetzt. Hallo, Sir. Ich bin es. Hallo. Ja, ich bin Influencerin. Ja, ja. Und ich möchte gerne ihre Törtchen probieren. Dankeschön. Ja, dankeschön. Okay. Dann werden wir mal probieren. So, dann starte doch mal die Drohne für einen Livestream. Nee, nicht von Myron. Hallo, guten Tag. Ich bin Macy. Macy Logan. Ja, ja, ich habe einen eigenen Kanal, deswegen meine Drohne hier. Wundern Sie sich bitte nicht. Ich mache ganz viele tolle Sachen mit meiner Drohne. Also, ihr lieben Follower, schaut mal. Hier ist auf jeden Fall der Nachtmarkt. Das ist so wundervoll. Wie sie mit der Drohne durch die Gegend rennt, ey. Oh, love it. Mhm. Macy, klappt das gut? Yep. Also gut. Mace, du musst schon irgendwas Verrücktes machen. Kannst du vielleicht irgendwas singen oder sowas? Ein tomarangisches Lied oder so? Für deine Follower? Das sieht so cool aus. Ich liebe es. Und Myron da hinten mit seinem Schüsselchen. So, oh, ich schau mal, was es zu essen gibt. Ey, wie cool. Das könnte auch ein tolles Thumbnail sein, ne? Mal gucken. Okay. Ist er ein Teenager? Junger Erwachsener? Ja. Mach nochmal ein Attraktivitätsding. Und du kannst aufhören zu singen, Mace. Das war nur ein kurzer Test. Und? Sie findet niemand interessant. Myron, bei dir? Er unterhält sich hier mit jemandem. Oh, die sieht aber nett aus. Sie ist junge Erwachsene. Okay. Hey, hey, bleib doch mal stehen. Hallo, hey. Hi, ich bin Macy. Macy Logan. Ich wollte mal Hallo sagen. Oh, er mag uns, disliked uns. Er mag uns leider nicht. Schade. Du bist der einzige Teenager, der hier rumläuft. Ich versuche, die Sprache zu lernen. Möchtest du mir helfen bei der Sprache? Du siehst total sympathisch aus. Sie hat ihn direkt kokett Hallo gesagt. Okay, naja. Wie findet sie ihn denn? Nix. Okay. Er hasst uns ein bisschen. Und das ist auf Kamera. Myron hat nicht so viel Spaß, leider. Da hinten ist noch ein Stand. Da steht auch ein erwachsener Mann. Myron ist langweilig, oder? Gibt's hier irgendwo einen Club? Wer ist das? Sie ist auch erwachsen. Die sind alle zu alt für uns. Und er ist der einzige Teenager, ist gegangen. Das Ding ist halt, die sprechen auch nicht unsere Sprache. Aber eigentlich finde ich das auch cool, weil so ist es nun mal, wenn man in ein anderes Land geht, ne? Das ist, hat schon, ist schon cool auch. Oh, die Batterie ist erschöpft von Erdbeertörtchen. Mach mal die Aufnahme zu Ende, Mace. Der Nachtmarkt in Tomarang? Ja, mach aus, genau. Und die musst du bitte wieder einstecken, ne? Ach, sie hat jetzt eine Aufnahme gemacht und gar keinen Livestream. Ach so, okay, kein Problem. Ja, Myron, was geht? Myron, was ist denn los? Du siehst total genervt aus. Was ist mit dir? Nichts, Mace. Myron, erzähl es mir. Naja, keine Ahnung. Es ist irgendwie komisch. Hier sind irgendwie voll die alten Leute. Ey, das stimmt. Das ist mir auch schon aufgefallen. Wir sollten in den Club gehen oder so. Meinst du, aber jetzt noch? Ist schon 0.40 Uhr. Mary, du bist so eine Spaßbremse. Natürlich jetzt noch. Es ist erst 0.40 Uhr. Komm, wir gehen in den Club. Aber in welchen? Kennst du einen? Ich habe gehört, dass es hier eine richtig coole Bar gibt. Komm, lass uns mal da hingehen. Ja, Leute, lasst uns mal da hingehen. Aber wir müssen auf jeden Fall einen platzieren, weil die Bar, die hier ist, die ist so semi-cool. Wir machen mal so einen richtigen Club-Club dahin. Und zwar gibt es... Wo ist denn die Bar hier? Die ist nicht so schön. Wir gehen da jetzt mal hin zum lauschigen Gecko. Okay, also der hat auf jeden Fall Spaß in seiner Bar. Aber da muss, wie gesagt, was Neues her. Ist halt cool, weil hier ein Whirlpool ist. Da kann man
Dinge tun, aber... Wobei, eigentlich ist es schon cool, wenn da was Traditionelles ist, ne? Ja, wir lassen's mal. Komm, es ist ja eigentlich das, was die Stadt irgendwie ausmacht auch. Wir können ja vielleicht beim nächsten Gang hierher dann ein bisschen auftischen. So, ist denn hier auch jemand an der Bar? Niemand, gut. Ja, gibt keinen Barmann. Das ist natürlich schade. Jetzt quatschen uns Fremde voll. Ist das der Barmann? Er macht halt nichts, ne? Luftkissenfahrzeug ist voller Aale. Hä? Oh Mann, ey. Wieso waren da gerade Herzchen jetzt gewesen? Ja, wir haben hier halt niemand, der die Bar bedient. Komm, Iron, wir tanzen ein bisschen. Mace, wollen wir nicht nach Hause? Nein, wir gehen nicht nach Hause. Wir tanzen jetzt. Oh mein Gott, sie hasst tanzen. Warum tut sie es dann? Ja, irgendwie total lame hier, oder? Es ist nicht mal jemand an der Bar. Ja, irgendwie komisch, oder? Mann, ja, dann lass uns nach Hause gehen. Es ist irgendwie blöd hier. Ich bin außerdem auch schon müde. Bist du auch müde, Myron? Ja, ich bin auch voll müde. Komm. Mann, Leute, das war ein Reinfall. Tumarang ist langweilig. Das ist gar keine Party. Ich dachte, auf dem Nachtmarkt geht Party. Da war gar keine Party. Wer ist denn Bianca Flex? Lass mich. So, wir gehen mal schlafen. Myron, das hier ist dein Zimmer mit dem Puppenhaus. Und das hier ist Macys Zimmer. Mace, du kannst zwar ins Bett gehen, ne? Du musst nicht... Oh mein Gott, ist das jetzt das Zimmer? Mace, dann kannst du auch in das Bett gehen. Ja, wobei, behalt das Bett da, wo du auch einen Computer hast. Das ist fein. Und Myron, geh bitte hier schlafen. 3100 Simoleons? Wer hat die gekriegt? Hä? Wie sollen wir jetzt 3100 Simoleons gerade bekommen? Für was denn? Geh schlafen, Mace. Hat sie jetzt einfach für den Auftritt 3100 Simoleons? Ich weiß doch auch nicht. Naja. So, Luis ist schon hier fleißig. Du kannst ein bisschen programmieren, Luis, ha? Huh? Oh, er möchte Hazel nach ihrem Tag fragen. Süß. Oh, guten Morgen, Liebling. Alles in Ordnung, Hazel? Du siehst irgendwie unzufrieden aus. Alles in Ordnung, Schatz. Es ist halt das Alter, weißt du? Ich werde immer, immer älter. Ich will nicht älter werden. Alt werden ist so gruselig. Ja, das mag sein, Schatz, aber das gehört dazu. Ich meine, die Kinder werden ja auch immer größer. Ja, aber was ist denn, wenn ich auf einmal alt bin? Dann findest du mich bestimmt nicht mehr so toll. Natürlich finde ich dich da noch toll. Du bist eine wunderschöne Frau. Meinst du, Schatz? Meinst du wirklich? Ich sollte vielleicht wieder mehr Sport machen. Du sollst dich aber nicht übernehmen. Nein, 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 natürlich nicht. Naja, dann gib dir mal noch ein bisschen Zuspruch. Oh Gott, sie ist schon wieder traurig. Okay, Mace ist auch wach. Perfekt. Zalinka, Zalika, kannst du Essen machen? Ich habe so doll Hunger. Bitte etwas Großes zum Kochen. Ja, natürlich, Miss. Gut, gut, gut. Ja, ich gehe derweil duschen und solche Sachen. Sag mal, kann sie nichts zu essen? Okay, cool. Oder nein, warten Sie. Ich möchte den Reiskocher ausprobieren. Ich will nichts essen. Ich will den Reiskocher testen. Gut, wir testen den Reiskocher. Oh, geil, da kann man eine Suppe drin machen. Großartiges Frühstück. Hazel, hilft's dir denn? Ob du dich jetzt mal ein bisschen zusammenreißen möchtest? Oh Mann, Leute. Nee, jetzt hat sie schon wieder diese Marotte. Kann ich das nicht einfach wegcheaten? Naja, sie hat noch einen Tschüss-Marottendrink. Den soll sie mal trinken. Ups, trink den Spaß. Gut. Nein, 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 das habe ich nicht gesehen. Oh Mann. Okay, wie viel Geld kriegen wir? 500, 700, 1000, 1000? Plus, minus 1000, Leute. Plus, minus, ne? Plus, minus. Ich habe nicht aufgepasst. Plus, minus. Oh, wir müssen bald wieder mehr Videos machen, ne? Oje, oje. Dampfventil öffnen und dann zum Essen rufen. Leute, ich habe gekocht. Ich habe einfach krasseste Sache gemacht. So eine Suppe. Ihr müsst mal probieren. Das ist bestimmt super lecker. Die Qualität ist ausgezeichnet. Oh mein Gott. Boah, was ist denn mit ihr jetzt? Kontrollverlust. Hazel, jetzt reiß dich wirklich zusammen, ey. Du nervst mich. Oh, es ist ein bisschen scharf, aber sonst ist lecker. Mann, warum muss es denn heute regnen? Ich wollte rausgehen. Oh Mann, bei dem Wetter kannst du nicht viel machen, ne, Maus? Vielleicht. Jetzt ist sie auch traurig. Sag mal, Leute, was ist denn in diesem Let's Play los? Vielleicht kann sie noch ein bisschen Sprache üben, weil bei dem Regenwetter rauszugehen ist natürlich schwierig. Ein bisschen Windenburgisch und ein bisschen Tomaru. Üb du mal ein bisschen. Dann hoffe ich mal, dass es heute Abend aufhört zu regnen, dass wir nochmal auf den Nachtmarkt können, ne? Sie braucht auch ein bisschen Spaß. Vielleicht geht sie dann... Nee, nicht am helllichten Tag. Das geht ja nicht. Also geht schon, aber... Tomaru hat sie jetzt gleich Level 1. Nee, Level 3! Das heißt, sie haben schon geübt in der Heimat. Ich erinnere mich gar nicht mehr. Cool. Was denn mit dir, Karamelltörtchen? Alles Roger? Es hat aufgehört zu regnen. Ja, dann soll sie noch eine Lektion machen. Und dann können wir nochmal rausgehen. Vielleicht in den Park oder so. Dann kann sie auch mal Yuki anrufen. Oh, Luis lernt auch die Sprache. Super. Hazel, jetzt entspann dich doch mal ein bisschen im Whirlpool. Komm. Oh, Billy ist so süß. Denk immer daran, dich selbst zu lieben. Du bist unglaublich. Sie ist so eine tolle Freundin. Myron, möchtest du vielleicht mal Summer schreiben? Er kann jetzt halt keine normale SMS schicken. Aber
aber er kann sie mal... Nee, er ruft sie jetzt nicht an. Das ist, glaube ich, komisch, sie einfach anzurufen. Ja, vielleicht geht er nochmal ins Datingportal. Ich weiß gar nicht, wo Summer lebt. Woher kommt sie denn? Sanmai Shuno, okay. Na gut. Hazel braucht Vergnügen. Macy, mir ist so langweilig. Wollen wir irgendwo hingehen? Wo willst du hin, Mom? Keine Ahnung, irgendwo hin. Vielleicht gibt's hier eine Bar oder sowas? Ich will irgendwie tanzen. Ja, Mom, es gibt eine Bar, aber die war gar nicht so aufregend. Was? Wieso? Ja, weiß ich auch nicht. Die war irgendwie nicht so aufregend. Okay. Ja, wir könnten einfach mal ein bisschen durch die Straßen laufen. Durch die Straßen laufen? Ja. Der Nachtmarkt war gestern ganz schön. Aber irgendwie weiß ich echt nicht, was man hier so macht, Leute. Die Welt ist so ausgestorben. Sowas finde ich immer so krass, weil das merke ich während meinen Review-Videos immer gar nicht so sehr. Aber wenn ich dann spiele, dann fallen mir solche Sachen auf. Wie zum Beispiel, dass es hier halt bis auf die Bar irgendwie keine Vergnügungsaktivitäten gibt. In Sansokuya gab es ja das Kino, das war ganz cool. Ich meine, hier gibt es ja dieses Museum. Vielleicht gehen wir einfach mal dahin, ha? Huh? Ja, dann gehen wir heute mal ins... Da, ich weiß nicht, was das ist, Leute. Was war das? Das war doch so ein Naturschutzgebiet oder sowas. Da gehen wir jetzt einfach mal hin. Vielleicht macht Ihnen das ja Spaß. Luis geht auch mit. Luis, komm, du gehst auch mit. So, Myron ist schon mal da. Hazel hat nichts an, aber sie ist auch schon mal da. Müssen wir jetzt warten, bis Myron rauskommt oder was? Krass. War es schön, Myron? Ah, das ist ein Tempel. Okay, sorry, Leute, das ist ein Tempel. Hazel hat es ganz gut gefallen, aber sie ist natürlich auch wieder maximal gestresst. Kannst du dich mal umziehen, Hazel, bitte, dass du was anhast? Sie ist ein sehr spezieller Charakter, Leute. Schlimmster Tag aller Zeiten. Missy, warst du jetzt auch im Tempel drin? Gehst du bitte rein? Okay, jetzt waren wohl alle im Tempel, außer Luis. Luis, gehst du auch noch rein? Mann, blöd, dass es schon wieder regnet. Oh, Myron, was geht hier für ein Film? Oh, das war der Typ, den wir getroffen hatten, ne? Ja, sag ihm doch mal... Oh. Haben Sie sich schon kennengelernt? Oh, interessante Person. Okay, ja, dann quatsch doch gerne mal mit ihm ein bisschen. Ihr versteht euch wahrscheinlich auch nicht so gut, ne? Also rein sprachlich. Wegen der Sprachbarriere. Aber er findet ihn interessant. Wir können halt nicht so viel mit ihm reden, weil wir die Sprache... Er ist gegangen. Okay, cool. Was ging jetzt hier für einen Film? Wieso ist sie traurig? Ja, dann ruf doch deine Freundin mal an. Mit Ambrose plaudern. Wer ist Ambrose? Wo kommt der her? Aus Windenburg. Ah. Ja, aber ich glaube, er mag dich halt nicht so gerne, Mace. Ich meine, du kannst ihn mal anrufen, aber ich glaube, der mag dich nicht so. Es ist so komisch hier. Oh, du wirst es nicht glauben, Yuki, aber... Ach, ich erzähl dir alles später, ja? Hey, Ambrose, hi. Kennst du mich noch? Wir hatten doch telefoniert das letzte Mal. Du erinnerst dich vielleicht. Dieses eine Mal und ja... Nee? Doch? Ah, guck mal, hier ist eine Lady, da kannst du dich mal tumarangisch vorstellen. Oh, wir verstehen uns mit ihr ganz gut. Ja, dann mach doch mal diese tumarangische Wahrheit mit ihr. Bleibst du bitte stehen, ich versuche hier mit dir zu reden. Um Rat bitten, nee. Achso, du kannst sie um einen Sprachrat bitten. Oh, es gibt doch die Murmelbahn hier. Vielleicht können wir Murmeln sammeln mit Mace. Ja, wir haben ein bisschen Schwierigkeiten mit der Sprache. Gratulieren jetzt zum neuen Job. Zeit für eine tumarangische Wahrheit. Versteckte Wahrheiten befinden sich überall um uns herum. Mit genügend gegenseitigem Vertrauen. Wieso habe ich das gerade zweimal vorgelesen? Ich weiß es auch nicht. Ist man eher dazu bereit, die tiefsten Gedanken zu teilen? Sicher. Wenn du herumschnüffelst, kannst du etwas herausfinden. Aber wäre das nicht auch schön, einfach mit dem Sim um dich herum zu sprechen? Ja, lass uns mal gucken, ob sie uns was erzählen will. Aber wir kennen sie halt nicht gut genug, ne? Versuchen, Tomaru zu sprechen. Irgendwie fände ich es cool, wenn es auch hochgehen würde, während wir quatschen. Die Sprache. Ach, tut sie. Okay, ja gut, dann ist gut. Manchmal ist das Geld knapp, aber wir kriegen das schon hin. Da die Vermietung der Wohnungen unter uns nicht alle Kosten deckt, arbeite ich nebenbei noch als Barista. Ich habe Zafira gesagt, sie muss nicht arbeiten gehen, aber sie scheint ihren Job als Babysitter wirklich zu lieben. Ich fürchte ja, das liegt daran, dass sie in ihrer Wohnung in den Wohnungen der Leute herumschnüffelt, wenn die Kinder schlafen. Aber ich traue mich nicht, sie darauf anzusprechen. Außerdem mag ich es, wenn sie ab und zu mein Mittagessen bezahlt. Okay. Süß und lustig. Können wir sie damit irgendwie... Weil das war das jetzt ein Geheimnis von ihr, das sie uns anvertraute? Wahrscheinlich nicht, ne? Naja, aber sie ist total nett. Also sie wird jetzt wahrscheinlich nicht unsere beste Freundin, aber sie wirkt nett auf jeden Fall. Ja, okay. Also der erste Tag in Tumarang war ganz nett. Es ist ein bisschen schwierig, finde ich, weil es jetzt nicht so viele Attraktivitäten gibt. Ich werde für den nächsten Part auf jeden Fall einen Club platzieren, da wo die Bar ist. Ich fand es eigentlich gerade ganz schön, dass sie so traditionell ist, aber wir werden da was anderes platzieren. Vielleicht gibt es ja auch so ein Merkmal, so Teenager-Treff oder so, da schaue ich nochmal. Ich weiß, dass es Katzentreff gibt, aber vielleicht gibt es auch Teenager-Treff. I don't know. Gucke ich aber auf jeden Fall zum nächsten Part, dass wir ein bisschen Party machen können. Und den nächsten Part nehme ich jetzt auch direkt im Anschluss auf, weil jetzt die Feiertage kommen und ich ein bisschen vorproduzieren möchte. Also die Kommentare, die ihr unter dieses Video schreibt, werde ich dann erst im Part 13 mit berücksichtigen und umsetzen. Und ja, ich bin sehr gespannt, was ihr schreibt, meine Lieben. Macht's gut, auf Wiedersehen und tschüssli.